Müsste ich den Titel dieses Videos eigentlich anders gestalten? Ja. Denn wann ist ein Film eigentlich wirklich schlecht? Und was macht gute Filme eigentlich gut? Tja, das alles ist teilweise eine Form des eigenen Geschmacks. Man kann einen Film oder generell ein Produkt aber nach seiner handwerklichen Qualität bewerten. Erzählt dieser Film seine Geschichte gut und führt die richtigen und wichtigen Figuren zur richtigen Zeit ein, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten? All das sind Aufgaben, die meist der Regie untergeordnet werden. Aber ist das wirklich so? Können wir dem Regieposten wirklich die Schuld geben, wenn ein Film nicht unseren Erwartungen entspricht? Genau das möchte ich in diesem Video mit euch herausfinden, denn Geschmack ist ja bekanntlich verschieden und ganz so einfach ist dieses Thema nämlich nicht. Wer im Film richtig groß rauskommen will, möchte meist Regisseur werden. Zu oft werden die Geschichten über große Namen wie Steven Spielberg erzählt, die schon in Kinderjahren ihre ersten Kameras in die Hand nahmen, um damit ihre ersten Filme zu verwirklichen. Dabei wird aber meist außer Acht gelassen, dass der Posten eines Regisseurs gar nicht ohne alle anderen Aufgabenbereiche am Set und in der generellen Produktion eines Films funktionieren kann. Ohne das Team und die Darsteller wäre ein Regisseur nämlich nur ein Handlanger seiner selbst, der Luftbefehle geben würde. Das Phänomen, dass die Regie schon fast mit einem Gott des Films gleichgesetzt wird, kommt aber nicht von ungefähr. Zum einen ist der Regisseur wirklich die treibende Kraft, die alle Fragen beantworten, Aufgaben verteilen und gleichzeitig seine kreative Version des Films umsetzen muss. Zum anderen haben wir uns diesen Gott-Status aber auch selbst geschaffen. Schon immer war ein Chef einer Firma oder ein Erschaffer eines Produktes sein oder ihr Markenzeichen. Wenn es beispielsweise darum geht, wer die Glühbirne erfand, denken wir fast alle fälschlicherweise an Thomas Edison, der die Technologie nur verbesserte und vergessen dabei aber all die anderen Erfinder, die für diesen Triumph ebenso verantwortlich sind. Es ist also seit Jahrhunderten und Jahrtausenden schon so, dass wir immer einen Menschen brauchen, der anführt und am Ende auch die Aufmerksamkeit für sein Werk bekommt, das er eigentlich erst mit der Hilfe anderer erschaffen konnte. Überträgt man dieses Weltbild jetzt auf den Film, ist schon mal klar, warum wir beispielsweise zuerst den Regisseur für einen, in unseren Augen, schlechten Film verantwortlich machen. Weil er einfach auch für alle anderen im Team verantwortlich ist. Doch so ganz geht diese Rechnung nicht auf, wenn der Regisseur eigentlich einen guten Job gemacht hat. Denn grundsätzlich adaptiert eine Regisseurin oder ein Regisseur nur ein schon vorhandenes Drehbuch. Wenn dieses also schon Schwächen in der Zeichnung von Charakteren oder der gesamten Handlung des Films aufweist, kann die Regie, und sei sie noch so gut, das leider nicht mehr retten. Dann entsteht, wie beim Film Gone Girl, der von David Fincher meiner Meinung nach toll inszeniert wurde, nämlich teilweise nur ein inszenatorisch guter Film. Keine Angst, ich spoiler jetzt nichts, aber so viel sei gesagt, die Figur Amy, gespielt von Rosamund Pike, macht in diesem Film charakteristisch gar nicht so viel Sinn wie im Buch. Im Film wird sie allerdings durch die Art und Weise der Erzählung zu einer verrückten Frau gemacht, die augenscheinlich das Leben ihres Mannes ruiniert. In der Vorlage ist dies jedoch ganz anders und sollte im Film daher auch so erzählt werden, um keine verkehrte Sichtweise zu präsentieren. Diesen Zügen der Charakterisierung konnte sich David Fincher nach Abnahme des Drehbuchs nicht mehr entziehen, so sehr er den eigentlichen Film vielleicht auch anders inszenieren wollte. Ist ein Drehbuch aber einmal festgeschrieben, muss dieses grundlegend abgearbeitet werden. Kleine Änderungen sind zwar noch möglich, jedoch hätte hier wahrscheinlich das komplette Buch umgeschrieben werden müssen. Anders sieht diese Thematik aber aus, wenn der Regisseur auch gleichzeitig der Drehbuchautor ist. Dann können wir sehr wohl fragen, hey Christopher Nolan, warum hat sich in The Dark Knight Rises eigentlich die gesamte Polizei von Gotham einfach so von Bane in die Kanalisation leiten und einsperren lassen? Welche Erklärung gab es hierfür? Oder aber man fragt James Cameron danach, wieso Norm Spellman in dem ersten Avatar-Film die Bedeutung von Unobtanium nochmals auf eine nicht natürliche Weise erklärt, obwohl alle Anwesenden im Raum diese Bedeutung bereits kennen. Wenn Regisseure diese Rolle gleichzeitig übernehmen wollen, müssen sie dann wirklich mit den Fragen nach dem Sinn von gewissen Entscheidungen klarkommen, da sie diese ja auch selbst getroffen haben. Dies gilt selbstverständlich aber auch für die Inszenierung.
Und apropos Inszenierung, wenn euch die Inszenierung von diesem Video gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Like gegen den Strike oder ein Abo von euch sehr freuen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Also nochmal Klartext. Regisseurinnen und Regisseure haben eine Verantwortung und sind auch teilweise während der Arbeiten am Drehbuch schon involviert. Wenn ein Regisseur das Drehbuch aber einfach so bekommt, weil ein Studio ihm diesen Auftrag gibt, kann er den Film manchmal nur noch so produzieren. Und da gibt es ja auch noch Marvel und Disney, die den Regieposten vergeben und manchmal doch einfach ihre eigene Version umsetzen wollen. Laut dem Hollywood Reporter ist die Regieführung bei einem Marvel-Film nämlich eher vergleichbar mit der Art, eine Fernsehshow zu inszenieren. Da ist es eben eher eine Studio-Version statt der Vision eines Regisseurs, wie Ant-Man-Regisseur Peyton Reed bemerken musste, als der Giant Ant-Man in Captain America Civil War auftrat, obwohl er diesen eigentlich erst in der Fortsetzung Ant-Man and the Wasp einsetzen wollte. Da die Russo-Brüder diesen Film inszenierten und Peyton Reed damit schon mal gar kein Mitspracherecht mehr hatte, war dies jedoch die Entscheidung von Marvel, diesen Charakter so zu entwickeln. Wenn ein Regisseur eher für die Schauspielführung, die Beantwortung von Fragen oder eben der finalen Abnahme des Bildes oder des Takes verantwortlich ist, kann dieser doch manchmal auch gerne an der Entwicklung einer Figur mitarbeiten. Alles andere übernimmt aber das Team rund um den Regisseur. Es kann also auch sein, dass euch die Darsteller eines Films nicht gefallen, dann ist das allerdings eher die Aufgabe des Castings, in welche die Regie nicht immer involviert ist. Oder die Kostümbildner haben in diesem Film eben ein Kleid nicht genau wie im 18. Jahrhundert geschnitten. Es ist zwar auch die Aufgabe der Regie, das zu bemerken, aber mehr Schuld tragen in diesem Fall eher die eigentlichen Erschaffer. Es ist also wichtig zu verstehen, wo die Schuldlage liegen sollte, wenn es überhaupt eine solche gibt, denn Filme sollen ja in erster Linie Spaß machen und nicht tot analysiert werden. Wahrscheinlich wäre euch die Sache mit der Kanalisation in The Dark Knight Rises nie aufgefallen, wenn sie keiner erwähnt hätte. Denn genauso wie Logik nun mal zu einem Film gehört, ist es auch kreative Freiheit, die doch gerade erst antreibt, etwas Neues auszuprobieren. Anders hätten wir so kreative Kameraeinstellungen wie die von beispielsweise Wes Anderson oder Edgar Wright nie bekommen. Wenn wir also mal den Bogen zum fertigen Film schlagen, ist ein guter Film doch eher ein Produkt, das aus dem Werk eines kompetenten Teams entstanden ist, das einfach gleichzeitig gut geleitet und inszeniert wurde. So viele Leute, die tagtäglich für die Unterhaltung eines Millionenpublikums arbeiten, können eben nicht auf die Persönlichkeit eines Mannes oder einer Frau heruntergebrochen werden, und das werden euch sicher alle Personen bestätigen, die schon einmal Regie geführt haben. Am Ende des Tages wollen wir alle ja nur ein gutes Produkt sehen, das Spaß macht und für die Ewigkeit geschaffen wurde. Denn so schlecht manche Filme in unseren Augen sind, so gut sind sie in den Augen anderer und für die Ewigkeit sind sie allemal. Wenn ihr Filme liebt, achtet also gerne mal darauf, ob jetzt wirklich die Regie an diesem Werk schuld war oder ob sich da vielleicht doch jemand anderes eine gewisse kreative Freiheit erlaubt hat. Wenn ihr den Film aber einfach nur schlecht reden wollt, ist das natürlich auch voll okay, denn manche Filme haben es, meiner Meinung nach, mit kreativer Freiheit auch einfach auf eine schlechte Spitze getrieben. Ja, wie seht ihr das? Wen sollte man für einen schlechten Film verantwortlich machen oder sollte man das überhaupt tun? Über eure Meinung in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Und bevor wir jetzt ganz am Ende sind, Dankeschön, danke, danke für 3000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ihr seid alle eine wahnsinnige Unterstützung und auch wenn das hier weiterhin wirklich viel Spaß macht, in einer kleinen Community macht es das noch mehr. Bis zum nächsten Video und haut rein!